Es ist mal wieder Sonntag und ich habe für euch eine neue Folge von meinem RuneScape Progress am Start. Wie immer bitte ich euch ganz kurz am Anfang der Episode, vergesst doch nicht das Video zu bewerten, das heißt einen Daumen nach oben oder auch nach unten zu geben. Einfach wenn euch das Video nicht gefällt und ihr deswegen der Meinung seid, ihr disliked es jetzt, bitte schreibt mir doch ein kurzes Kommentar, denn nur wenn ich das Feedback auch bekomme, kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wenn ihr neu seid, dann vergesst auch nicht ein Abo dazulassen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. So, und ich denke, wenn wir hier splashen, beziehungsweise so richtig Damage machen, was wir leider gerade nicht getan haben, aber wir sollten jeden Moment hier 55 in Mage erreichen, wenn wir diese Ghule hier noch ein bisschen getötet haben. Und mit 55 Mage können wir dann finally die hohe Alchemie benutzen, was genau mein Goal war. Voilà, wir haben es erreicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier auch gerade schon wieder weg. Und damit kann ich jetzt hohe Alchemie benutzen. Genau, das war es, was ich sagen wollte. Und das bedeutet, wir können jetzt finally unsere Runi-Plattenpanzer etc. eichen und mal unser Cash-Stack ein bisschen aufstocken. So, und am Ende sind wir bei 384.000 Coins, was definitiv mehr ist, als ich jemals auf dem Account hier hatte. Pretty neat, ziemlich nice, können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Jetzt als nächstes werde ich mal gucken, dass ich meinen Slay-Auftrag machen kann. Wahrscheinlich mit Melee, weil mit Mage hat das letztes Mal nicht gut geklappt. Aber gucken, dass wir den fertig bekommen und irgendwann will ich auch diesen Warhammer hier tragen können. Easy! So, ich habe mich entschieden, nun wieder an ein altes Goal anzuknüpfen. Und zwar ist mir auch wieder in den Sinn gekommen, warum wir back in the days unbedingt Woodcutting 45 haben wollten. Denn es geht um die Quest Throne of Miscellania. Ich glaube, dass man es so ausspricht. Das ist die Quest, die man braucht, um, ja eben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber um halt auf einem Iron Man gut Ressourcen farmen zu können, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Goal, das wir haben. Und was wir natürlich auch brauchen, oder was heißt natürlich, was wir dafür auch brauchen, ist Handwerk Level 40, glaube ich. Und bei mir war es jetzt so, dass ich nicht genau wusste, wie ich Handwerk trainieren sollte, beziehungsweise ich kannte die Methode mit Temple Tracking. Ich habe dann aber erfahren, dass ja Temple Tracking genervt wurde, insofern, dass man dort keine Silver Bars mehr bekommt. Das heißt, das funktioniert leider nicht mehr. Und ich habe dann ein kleines Guide angeschaut. Jetzt muss ich gerade gucken, von wem das war. Von Bashir RuneScape heißt der Junge. Und er hat einen Guide gemacht, wo er wirklich sagt, dass momentan sehr gutes Handwerktraining ist. In Kerkerkunde zum Beispiel oder wenn man die Silver Bars jetzt selber farmt, geht auch. Aber ich dachte mir, da wir sowieso mal Kerkerkunde auch ein bisschen hochtreiben wollten, mal Richtung Bonecrusher gehen etc., könnte ich das eigentlich gerade ein bisschen kombinieren und werde dann gucken, dass wir da irgendwie hier ein bisschen ja, Handwerk trainieren können, währenddem wir hier auch Kerkerkunde trainieren. So, wir erreichen 19 in Kerkerkunde. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Kerker gemacht. Ich bin auch mittlerweile 29 in Handwerk geworden. Also definitiv ein Training, das sich lohnt. Und um das Ganze nochmal ein bisschen zu zeigen, es funktioniert eigentlich relativ simpel. Also ihr macht halt ganz normal den Kerker und probiert dabei halt so viel Kohle zu sammeln, wie eigentlich nur geht, sage ich mal. Und wenn ihr dann eben am Ende Kohle habt, also ich sage jetzt einfach mal, wir verkaufen hier alles, was wir jetzt da gerade aufgesammelt haben. Ich weiß nicht mal, ob ich davon was brauchen könnte oder nicht, dann habt ihr halt irgendwie hier einen Cash-Stack und dann kauft ihr euch ein bisschen Faden, das ist das erste, und kauft euch dann hier so Häute, die ihr dann weiterverarbeiten könnt. Also jetzt zum Beispiel in meinem Fall nehme ich mal 3 Stück davon, die mache ich dann irgendwie zu Helmen oder zu Handschuhen oder zu sonst irgendwas, kriegt dafür dann XP und zwar eigentlich eben gar nicht mal so schlechte XP, kann die dann wieder verkaufen, nochmal ein paar Häute kaufen und wenn ich dann kein Geld mehr habe, gehe ich in den nächsten Kerker. That's it. Also es ist eigentlich wirklich keine Kunst. Es ist wirklich ein reines Sachen verkaufen und damit heute kaufen, um letzten Endes trainieren zu können. Und es funktioniert tatsächlich besser, als man das denkt. Also natürlich ist es jetzt nicht besonders schnell. Du kannst jetzt nicht sagen, du gehst da hin, machst da kurz 2, 3 heute und schwuppdiwupp bist du irgendwie Level 99. So funktioniert das nicht. Aber es ist halt free einerseits. Ne? Also du musst jetzt nicht irgendwie 1000 verschiedene Häute sammeln oder sowas, sondern du kannst halt einfach in den Kerker gehen und das machen. Und die XP-Raten sind echt not bad. Dafür, dass man halt dazu sagen muss, dass im Normalfall würdest du wahrscheinlich einfach gar nichts davon machen. Weißt du, wie ich meine? Also normal würdest du einfach das Geld haben so und dann gehst du halt in den nächsten Kerker und das war's. Und hier kannst du halt wirklich dein Kerkerkundetraining gleich mit etwas anderem kombinieren. Und wenn du das halt tust, dann ja, kannst du halt so tatsächlich einfach auch ein bisschen effizienter sein. Und
Ein kleiner Tipp, macht es nicht so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich mache das gerade nur für den kleinen Clip, weil ich will eigentlich noch ein Level abbekommen. Dankeschön. Im Normalfall mache ich es wirklich so, dass ich einfach die Sachen spare und dann wirklich am Ende das alles mache. Also das heißt, den ganzen Kerker clearen, dann den ganzen Loot verkaufen und dann Handwerk-Level hochgehen. Und genau so machen wir das jetzt. Yeah. Und was ich auch machen kann, sind jetzt bei den Kakerlaken die Rüstung machen. Das ist auch ziemlich cool, weil die ist ziemlich leicht zu formen und sowas. So habe ich, glaube ich, mal auf einem anderen Account irgendwie ein bisschen trainiert. Also ja, so viel zu dem Thema. Und eben zurzeit ist auch noch Double Token, habe ich festgestellt. Ich muss jetzt leider offline gehen. Also offline gehen, ich höre jetzt hier erstmal auf mit dem Training. Aber ich habe auch festgestellt, dass eben zurzeit Double Token am Start ist. Und das ist dann doch eine Sache, die ich ziemlich cool finde. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4000 XP gemacht in Kerkerkunde. Das heißt, wir dürften jetzt maximal 400 Tokens haben. Und wenn wir dann hier in den Reward Shop reingehen, zack, dann sehen wir, oh, es sind 900. Also fast das Doppelte. Natürlich war nicht die ganze Zeit Doppelding, ich hatte jetzt schon ein paar XP gemacht. Aber das heißt auf jeden Fall, dass wir nachher noch ein bisschen grinden werden, um unter anderem eben den guten alten Bone Crusher zu bekommen. Yeah. Und in diesem Moment hier erreichen wir, nach dem Bankpin, Bruder, muss los, Alter, muss groß, erreichen wir, wenn ich es dann drücken kann, dann auch Handwerk 40, was ein kleiner, aber feiner Meilenstein ist, denn mit Handwerk 40 können wir jetzt gewisse Quests machen, wie zum Beispiel die Fremnikschen Proben, ich glaube, so spricht man das aus, was wiederum eine Vorquest ist, um dann letzten Endes, finally, früher oder später, Miscellaneous Throne machen zu können, was ja immer noch ein großes Goal von uns ist, und die Quest ist wahrscheinlich auch das nächste, was ich dann angehen werde. So, ich habe mich gerade dazu entschieden, ein bisschen AFK zu fischen, um vor allem einfach mal diese Fischenkrüge, die ich noch habe, hier ein bisschen loszuwerden. Und ich sehe jetzt gerade, dass die Aufnahme da irgendwie ein bisschen verzogen ist. Das korrigiere ich doch gleich nach dieser Aufnahme. Wir haben 4 von diesen fragilen Fischkrügen noch fertig gemacht. Das sind jetzt nicht besonders viele XP, es gibt insgesamt 1400. Aber dennoch einfach etwas, das wir wieder machen sollten. Also generell so Fischkrüge, glaube ich. Also generell Krüge sind eigentlich ziemlich nice. Und wir haben jetzt ein bisschen Lachs und Forellen geangelt, weil Hummer wären zwar das bessere Food, aber da dauert es einfach viel zu lange, bis man da ein paar Hummer bekommt. Und ich denke, was wir bald mal machen müssen, ist nach Männerfoss questen, um dann richtig geil fischen zu können. Aber jetzt vorneweg wird sicher mal die Fremnikschen Proben dastehen. Und um die Fremnikschen Proben zu machen, müssen wir erstmal noch 25 in Fletching erreichen. Und das ist jetzt auf jeden Fall mein Next Goal. Das heißt, 15 muss ich jetzt halt immer noch die Scheite abbauen. Dann können wir, glaube ich, die Eichenscheite dazu verwenden, um mehr oder weniger auf 20 zu kommen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen, würde ich behaupten. Als kleiner Tipp meinerseits, ich bin mir jetzt zwar nicht ganz sicher, ob das für alle zutrifft, aber ich persönlich fand jetzt Fletch zu trainieren ziemlich AIDS in den ersten Levels auf dem Ironman. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, es lohnt sich fast mehr, Arrow-Shafts herzustellen. Ja, reden kann ich auch nicht mehr. Arrow-Shafts herzustellen und diese dann mit Federn zu bestücken, denn Federn kann man sehr, sehr leicht einfach kaufen und Arrow-Shafts kriegt man ja ziemlich viel, gerade ab Level 15, wenn man mit Eichenscheite die herstellen kann. Und wenn man sich das Ganze anschaut, das heißt, ihr braucht Fletching Level 1, braucht 15 Arrow-Shafts und 15 Federn, um 15 XP zu bekommen. Und das sind einfach XP-Rates, die du mit den Scheiten am Anfang, mit den Bögen und auch dem Bespannen der Bögen einfach nicht erreichen kannst. Das heißt, man kriegt zwar vielleicht, wenn man die Chefs herstellt, pro Scheit, sage ich jetzt einfach mal, ich hack da mal ganz kurz ein, um es zu zeigen, kriegt man hier zwar vielleicht nur 5 XP, was aber beim Shortbow ja auch ganz genau gleich ist. Das heißt, statt Shortbows herzustellen und diese zu bespannen, stellt lieber Arrowshafts her, denn wenn ihr da Federn hinzufügt, sind das insgesamt 20 XP, was mitum eigentlich die gleiche XP-Rate ist, wie der Shieldbow gibt, außer, dass es halt noch mehr AFK ist, weil man 60 Stück auf einmal herstellen kann. Dazu kommt, sobald ihr dann Eichen-Dinger halt machen könnt, dann kriegt ihr 20 pro Eichenscheit, was sich wiederum lohnt, weil dann ist es eigentlich auch mehr XP als der Shortbow, als der Shieldbow. Also lange Rede, kurzer Sinn, sicher mal bis irgendwie Level, ich glaube, 20 oder 25, wo man dann die besseren Eichenbögen herstellen kann. Auf jeden Fall Arrowshafts machen und da Federn dran heften und ihr spart euch eine Menge Zeit und es ist viel AFK und es macht mehr Freude, finde ich jetzt zumindest, weil ich hasse einzelne Scheiter abbauen und bespannen, Mann. What the fuck?
Und damit erreichen wir nun dann jeden Moment auf 25 in Fletching. Was bedeutet, das letzte Requirement für die fremdlichen Proben ist damit abgeschlossen. Das bedeutet wiederum, wir werden jetzt gleich questen gehen und werden die weiteren Fletch-Level schön auf ein anderes Mal verschieben. So, hier ein erneuter kleiner Quick-Tipp, wenn man so will, denn wie ihr seht, bin ich gerade nicht am Questen. Das hat übrigens den kleinen, aber feinen Grund, dass ich gerade ein bisschen sick and tired davon war, dass ich alle Requirements freigeschalten habe für meine Quest, aber ich keinen rohen Hai habe und ich ehrlich gesagt im Moment gerade keine Ahnung habe, wie ich jetzt so einen rohen Hai kommen soll und deswegen die Quest erstmal nicht machen kann. Was ein bisschen annoying ist, weil ich weiß, es gibt den einen oder anderen Weg, aber die sind mir im Moment gerade ein bisschen zu kompliziert und darauf habe ich keinen Bock. Und daher habe ich mich entschieden, einfach mal wieder Combat zu trainieren. Und zwar um genau zu sein, Melee. Ich will mal meine Melee-Stats auf Level 60 bekommen. Und dafür brauchte ich halt Food. Und um Food zu bekommen, und weil ich ja bei den Rotspinnen nicht Tick-Fooden, also Panic-Fooden muss oder sowas, sind Torten eigentlich super geil, weil die ja insgesamt fast 1000 HP füllen, weil man sie ja dreimal essen kann und sowas. Und von dem her wollte ich die ein bisschen bestehlen. Und ich habe dabei rausgefunden, dass es einen kleinen Unterschied gibt, wo man denn genau stiehlt. Denn es gibt hier zweimal Baker's Stall, die aber nicht identisch sind, denn hier bei der Lady, bei der Sandwich Lady, kriegt man nämlich zuhaufe auch noch Square Sandwiches und andere Nahrungsmittel, was zwar an sich ganz cool sein kann, wenn man aber auf Torten abzielt, dann ist es tatsächlich um einiges effizienter, wenn man hier auf der linken, beziehungsweise wenn man den Kompass im Norden hat, auf der rechten Seite, beziehungsweise im Osten, ja, die ganzen Cakes spielt, weil da kriegt man tatsächlich eigentlich fast nur Cakes, währenddem man halt auf der anderen Seite wirklich auch sehr viele so Sandwiches und dies und das bekommt, was man gar nicht unbedingt haben will, weil das halt foodtechnisch absolut bad ist. Genau. Und hier das erste kleine Achievement bei meinem Combat Training, und zwar erreichen wir 55 in Stärke. Was bedeutet, wir können endlich Assault oder ich glaube Überfall zu Deutsch als Fähigkeit benutzen und das macht mich glücklicher als ihr denkt. Zudem haben wir auch noch, glaube ich, für Zweikampfwaffen etwas freigeschalten oder... Ey, da irre ich mich jetzt gerade. Das ist dann bei 55 Angriff, genau. Aber auf jeden Fall Stärketraining habe ich jetzt gleichzeitig mit Angriffstraining gemacht, eben um genau das zu bekommen. Jetzt nehme ich Stärke wieder raus, fokussiere mich wieder voll auf Angriff, einfach für eine bessere Waffe. Und ja, aber auf jeden Fall Überfall, definitiv ein ziemlich gutes Upgrade und freut mich sehr, dass wir die Fähigkeit jetzt haben. Cool. So, mit dem Kill bei Chaos Elementa haben wir es dann auch geschafft und einen weiteren Todestask erledigt. Wir kriegen Toadflex Seeds und 4 Knochen. Was ist das für ein Dude? Also ich meine, ich glaube, das Seed ist sogar gar nicht mal so wenig wert. Aber hey, immerhin 10.000 Slayer Experience auch an der Stelle wieder. Das heißt, wir erreichen Level 44 in Slay. Es waren wieder 2 Slay Level und wir haben 2 Reaper Points bekommen. Ich musste ein paar Mal rerollen, weil es gibt Aufträge wie zum Beispiel Callfight Queen oder King Black Dragon, die ich beim besten Willen einfach noch nicht machen kann. So traurig es auch sein mag. Aber ja. Für irgendetwas kann man ja rerollen. Das, was wir jetzt als nächstes machen, ist direkt einen neuen Auftrag holen. Und Freunde, betet mit mir. Wir wollen Chaos Elementa oder wir wollen den Riesenmaulwurf. Am besten den Riesenmaulwurf. Und wir bekommen Callfight Queen. Müssen wir leider rerollen. Das bringt uns leider nichts. Bap, und wir kriegen Chaos Elementa. Fuck you, Game. Ich meine natürlich Coolio. Ich weiß nicht. Geht's Maulwurf machen, weil mein Bruder da einen Task hat. Und ich ihm dabei helfe, so wie er mir geholfen hat. Ich hätte jetzt gerne gerade auch Maulwurf gehabt, aber hey, whatever. Immerhin können wir den machen und den machen wir dann direkt nach Maulwurf und so, you know. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Fische zu kochen, die ich mit höchster Anstrengung gefischt habe. Also um genau zu sein, brauchte ich was, das ich AFK machen kann, also habe ich ein bisschen gefischt, bin mittlerweile 52, habe ein paar Tunas, ein paar Schwertfische, ein paar Hummer, alles gefangen. Das koche ich jetzt noch und eine positive oder richtig geile Sache dabei ist, wir haben 2 Medium Clues, beziehungsweise ich habe 2 Medium Clues beim Fischen bekommen. Was bedeutet, die werden wir sicher auch angehen heute. Das heißt, im Moment, der Plan ist auf jeden Fall erstmal Todestask erledigen, das ist nochmal
bei Chaos Elementar, dann definitiv mal Angriff, Defense und Stärke auf Level 60 trainieren. Das ist auch ein Ding auf meiner To-Do-List. Und dann noch die Clue Scrolls erledigen. Denn wie ihr ja wisst, für die ganzen Quests, die ich hier vorhatte zu machen, müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich an den hohen rohen Hai rankomme. Und das dauert leider noch ein bisschen, aber das wird auf jeden Fall auch kommen. Sehr wahrscheinlich, im schlimmsten Fall mache ich dann einfach 76 Fischen, I don't know, man, im Moment, ich habe keine Ahnung, wie ich an den Hai komme. Das ist so frustrating, man. Weiß nicht, wisst ihr vielleicht einen Tipp? Dann schreibt ihr den in die Kommentare. Let's go. Und mit diesem Kill, den wir dann hoffentlich jetzt dann irgendwann mal beenden können, genau, haben wir dann auch den nächsten Todestask beendet und wir kriegen dafür wieder 10.000 Slayer Experience. Ah, es ist richtig nice. Und Mithril Darts haben wir auch schon beim letzten Mal bekommen. Ich glaube, beim letzten Mal für die Main Hand. Das ist auf jeden Fall, so viel mehr ist ein guter Range Trainer. Also damit kann man gut Range trainieren. Ich meine, warum auch nicht. Aber ja, auf jeden Fall Todestask beendet. Ich kann mir jetzt noch einen neuen holen, den ich dann aber wahrscheinlich nicht direkt machen werde. Aber ja, Clues haben wir ja auch noch. Und Melee Training steht ja auch noch auf der Liste. Also von dem her, wir haben genug zu tun. Pretty nice. Das war meine Anfrage hier. Der eine Typ, der mich fragt, ob ich ihm Food geben kann. Er wird dafür bezahlen und dann erstmal rausfinden musste, dass ich ein Ironman bin. Naja, auf jeden Fall, wir sind mitten im Combat Training. 58 habe ich erreicht. 10.000 AP. AP, genau. 10.000 EP. Dann sind wir auch schon 59. Das heißt, jeden Moment ist es soweit. Bei euch wahrscheinlich dann im nächsten Clip. Und dann habe ich finally meinen wundervollen, besseren Hammer, den ich bereits ja angefangen habe zu schmieden. Das heißt, es ist mir auch in den Sinn gekommen, wir haben den ja noch gar nicht fertig gemacht, der ist noch nicht plus 3. Wir müssen also sowieso dann auch nochmal schmieden gehen, aber das ist ja kein Problem, von dem her, ja, ich freue mich. Das war's noch auch schon wieder von der dieswöchentlichen Episode meines RuneScape Progress. Wie genau am Anfang auch schon, bitte ich dich noch erneut, nicht zu vergessen, das Video zu bewerten und natürlich zu abonnieren, wenn du neu bist. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, was auch immer oder auch einfach eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder.